So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Aktuell sieht man mit, weil ich nehme jetzt gerade mit so einer kleinen DJI Action auf, Halterung halten dazu und behelfen mir jetzt mit dem Magnet. Mache jetzt hier fest und dann möchte ich mal gucken, ob mir hier in der nassen Wiese, dahinter kann man ein bisschen rumschanzen, hoffe ich mal, irgendwie ein bisschen rumfahren können. Oh, das gibt eine Mordsdrecklerei. Jetzt habe ich eine große Kamera auch noch dabei. Die stelle ich auch mal gleich auf und filme mit der. Ein frischer Akku habe ich reingemacht. Speicherkarte ist auch drin. Einschalter. So, jetzt müsste eigentlich erstmal kommen. Irgendwas mit NTSC. So, drücken wir Rekord. Rekordkamera nimmt auf. Die stellen wir jetzt mal hier aufs Autodach. Dann hatte ich mein Auto ein bisschen doof parkt. Jetzt filmt die Kamera eigentlich nur meinen Kofferraumdeckel. Das heißt, wir machen halt mal die Fernbedienung an. Dann machen wir das Auto an. Ich nehme vorsichtshalber mal runter, dann habe ich hier drauf auch eine Kamera. Die mache ich auch gleich mal an. So, die nimmt auch gleich auf. Das heißt, ich nehme jetzt mit drei Kameras auf. Kofferraumdeckel machen wir zu, dass die Kamera da oben auch ein bisschen was sieht. Im Fall ich nicht immer alles so im Blickfeld haben, wie ich mir das vorstelle. Und dann fahren wir mal. Oh. Also das Gas ist schon hoch. Und da kann man vorstellen, dass man mit der Kamera auf dem Auto selber drauf ist. Ziemlich schnell nichts mehr sieht. Kommen wir nochmal her zur Kamera. Hier sieht man mal, wie dreckig das die Kamera ist. Das. Ja. Ja, da oben ist irgendein Loch. Wo der Kreis in Richtung. Ah, ich fahre da im Acker rum. Das ist gar kein Loch, ich fahre da im Acker rum. Gucken wir mal, ob die Kamera noch einigermaßen sauber ist. Ja, das ist, glaube ich, das größte Problem, dass da immer so viel Schmutz auf der Kamera ist. Aber weit schon mal durch den Acker. Boah, leck mich der Arsch, ey. Wie der auf dem Akku rumhüpft, das ist ja phänomenal.
mal die Kamera so rum. Ja. Also, oh, ich sage, das macht echt richtig Spaß. So. Theoretisch könnten wir jetzt auch da runterfahren. Da muss ich aufpassen, dass ich da das Feuer abkriege. Da fliegen lauter Äpfel rum. Aber die Kamera da nicht drauf, oh, die ist so schnell immer verschmutzt. Da muss ich gleich mal eine andere Position finden. Wirklich so richtig Vollgas im Gelber. Da haben wir, ja, was da Äpfel rumfliegen, das ist ja echt abnormal. Ja. Also die Kamera auf dem Auto selber ist halt immer so schnell verschmutzt. Da runterfahren kann, das weiß ich nicht. Noch mal die andere Kamera ein bisschen nach unten drehen, dass wir vielleicht noch irgendein verwendbares Videomaterial hat von der. Platz. Boah. Ja, also die GoPro im Auto selber ist, wenn es nass ist, unbedingt so ideal geeignet. Wie weit ich da jetzt runterfahren kann, theoretisch. Mal theoretisch eigentlich ewig weit, aber ob das halt nachher Sinn macht, da rumzufahren, ist halt die zweite Frage. Die Kamera ist wieder total verschmutzt. Sieht man das Auto gar nicht mehr. Das Gras ist nicht hoch, aber das ist ja zu hoch für das Auto. Das ist ja kein kleines Auto. Kann ich auch mal Schanze ein bisschen über, weil das Problem ist, wenn man in der Luft ist, muss man auf dem Gas bleiben, dass der
Aber ich bin jetzt zwar voll auf dem Gas, aber trotzdem hat das hier aufs Dach gedeckt. Und mein GoPro ist abgeflogen. Ist aber, so wie es aussieht, nichts kaputt gegangen. Ist bloß aus der Halterung raus. So, machen wir die wieder sauber. Aufnahme tut sie noch. Weil es eigentlich so schade, was sie mit der GoPro macht. Das ist die GoPro Session, die habe ich auch irgendwann mal neu gekauft und eigentlich echt selten benutzt. Die findet so jetzt ihre erste Anwendung eigentlich hier. Aber das mit dem Sensor, dass ihn vorne jetzt so runterzieht, das funktioniert eigentlich nicht richtig gut. Das Auto hat vorne zu viel Gewicht. Ich wollte es eigentlich so, weil ich so mit dem Auto dann halt nicht immer auf der Hinterräder fahre. Dass ich auch voll Gas geben kann. Weil so, die Handschimmer Auto kennt den Flug. Der ist echt mehr auf dem Hinterräder gefahren. Das war dann auch schwer kontrollierbar. So, also jetzt seht ihr die Kamera auf dem Auto und die Kamera auf dem Auto sieht die Kamera, was sie hier dran haben. Befestigt immer Akku, das ist natürlich auch unbedingt ideal. Ich nehme mit der Action 2 jetzt auch nur in 1080p auf. In 4K. Überhitzt sich ziemlich schnell. Also Power hat das Auto echt. Einige Stunden gefahren, dass ich da ein richtiges Gefühl dafür kriege. Wie sieht die Kamera aus? Schon wieder voll mit Schmutz. Ich mal, ob ich mit der anderen Kamera irgendwie mal da hochfilmen kann, dass ich da oben ein bisschen rumfahren kann. Und da erstmal ein bisschen ranzoomen, aber ja, der ist groß, was die so ausgezippt. Kann ich mal probieren, da ein bisschen hoch zu stempeln. Boah! Hochstempeln jetzt zweit, aber runterstempeln. Das war jetzt wahrscheinlich nicht die Kamera zu bestimmen. Das war drin. Wenn wir mal nach der Kamera gucken, die ist schon wieder voll mit Gras. Oh, 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 oh.
keine keine Leistung mehr. Jetzt habe ich keine Leistung mehr, das heißt, jetzt ist Feierabend für heute. Arg lang kann man mit so Autos natürlich nicht fahren. Aber ich dachte auch, dass es nicht lang war, hat echt trotzdem richtig, richtig Spaß gemacht. So, ui, ja nichts gemacht. So ein geiles Teil, das Ding. Mega, mega, mega. Dann würde ich sagen, ich beende das Video jetzt an der Stelle. Schaltet ein zum nächsten Video und schreibt mal was in die Kommentare, ob euch sowas gefällt, wenn ihr einfach ein bisschen rumfahre. Und wie das funktioniert hat mit den drei Kameraperspektiven. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wenn ich es dann jetzt sehe, das machen wir mal das Auto aus. Hey. Der geht aus und gleich wieder an. Geht aus und gleich wieder an, also irgendwas stimmt halt. Vielleicht ist der Regler zu nass geworden. Oh, die Kamera hebt auch nicht mehr da, wo sie heben soll. Das heißt, ich klemme jetzt am besten mal geschwind den Akku ab. Dass da irgendwas passiert, weil da drinnen sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Gut, GoPro aus, Sony Kamera aus. Und zuletzt machen wir nur die DJ Action aus. Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Tschüss.